Eddie Boulder wird hiermit zur Verleihung zum Insekt des Jahres eingeladen. Insekt des Jahres? Was soll ich denn bei so einer Schnarchnummer? Außer, ich bin Insekt des Jahres. Hey, Louis! Rate mal, wer zum Insekt des Jahres eingeladen wurde. Ich? Was? Nein, nur wirklich, wirklich wichtige Insekten werden eingeladen, also... Oh, du musst meine Begleitung sein. Hey, seht mal, was ich habe. Ach, na klaro, dich nehme ich auch mit, Mo. Als Gewinner darf man zwei mitnehmen. Du hast nicht gewonnen, Eddie. Der Preis wird für den Einsatz für die Insektengemeinde verliehen. Und das Einzige, was du je für uns getan hast, war keine Chili-Burritos mehr zu essen. Das ist ein großes Opfer für mich. Hey, wir wissen das zu schätzen. Aber jeder weiß doch, dass Lady Mantis dieses Jahr den Preis an Mr. Wilmot verleiht. Der? Nee. Okay, er ist ein netter Kerl, der allen Insekten hilft und den Aufzug und somit die Stadt am Laufen hält. Aber kann er auch das hier? Lady Mantis trägt die berühmten grünen Festjuwelen. Habt ihr von deren Geschichte gehört? Später, Mo. Ich muss mir noch fix mein Outfit zusammenstellen. Und die Menge trägt euch. Leute, hört mal. Gewinner warten nicht. Sie gehen einfach hoch. Kommt schon. Eddie, du hast nicht gewonnen. Du hast nichts für Shifty Sands getan. Ach, bitte. Ich helfe allein dadurch, dass ich Eddie Boulder bin. Sie lieben mich. Tut mir leid, keine Zeit für Selfies. Ich muss meinen Preis einsacken. Der Personaleingang ist hinten. Hört ihr das? Der Personaleingang ist hinten. Ich hingegen wurde persönlich eingeladen. Ja, zum Arbeiten. Als Personal. Oh, du meine Güte. Du dachtest echt, du wärst ein Gast. Nein, er dachte, er hätte gewonnen. Ich freue mich jetzt schon darauf, das den Ehrengästen zu flüstern. Ach, sieh mal an. Hey, Mr. Wilmot. Mit diesem Preis hätte ich nun wirklich nicht gerechnet. Das ist eine echte Einladung herein, Mr. Gewinner. Ups, ich meinte Wilmot. Besten Dank, Pebble Dash, aber all diese Insekten waren vor mir hier. Nach euch, liebe Leute. Ich dachte, ihr freut euch, dass ihr hier arbeiten dürft. Oh, kriegen wir auch was zu futtern? Vielleicht? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich muss Lady Mantis umstimmen. Ich muss ihr doch einfach nur beweisen, wie großartig ich in Wirklichkeit bin.